In Amerika ist es schon ausgebrochen, im Sommer genau. Und auch wir werden wohl kaum darum herumkommen, um das Batman-Fieber. Der Film ist mittlerweile drüben angelaufen. Es gibt alle möglichen Batman-Schulterpolster oder Knieschoner, Batman-Skateboards, T-Shirts, Mützen. Das ist das Batman-Kostüm für den Kleinen zu Weihnachten. Wollten auch Sie schon immer mal wissen, was Batman unter seinem Anzug hat? Aha, immer noch dick. Da hinten, Batman-Bettwäsche. Auch Plaste und Elaste, das kleine Krimi-Köfferchen. Hier ein Batman-Kissen. Übrigens, es gibt viele Erwachsene, die wissen immer noch nicht, was das eigentlich ist. Es handelt sich nicht um ein unsaniertes Kindergebiss. Hier ein Zahn, da ein abgebrochener und hier zwei Backenzähne vorne unten im Unterkiefer. Sondern genau andersrum sehen, hier das Schwarze, das ist der Batman. Der Film läuft bei uns demnächst in Deutschland an. Ausschnitte aus Batman. Sehen Sie zu, dass Sie irgendwie auf den schmalen Steg da oben raufkommen. Und Sie versuchen es da drüben. Aber seien Sie vorsichtig. Oh Gott, nein. Lass ihn wieder gehen! Oder Gordon muss dran glauben! Kommen Sie, vertragen wir uns. Wollen Sie nicht mal an meinem Blümchen schnuppern? Halten Sie sich fest. Woher bezieht er nur diese hübschen Spielsachen? Der Film Batman, 30 Millionen Dollar hat er gekostet. In 8 Stunden war die gesamte Summe in Amerika schon wieder eingespielt. Kim Basinger haben Sie gesehen, Jack Nicholson. Und hier ist Batman, Michael Keaton. Ich möchte etwas sagen, bevor wir unser Gespräch anfangen. Ich habe eine Frage. Kriege ich Blumen am Ende? I have to think about it. Darüber muss ich nachdenken. Michael Keaton, wenn so ein Arnold Schwarzenegger da gesessen hätte. I'm a little bit nervous. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Batman ist nervös. Batman is a little bit nervous because I'm afraid you're going to ask me something and I won't. Batman hat ein bisschen Angst, dass du mich was fragst, was gedolmetscht wird und was ich nicht verstehe. Bei Batman. So, that's okay. Yeah. Okay. Jetzt stimmt's. Okay. I'm nervous that you ask me a question about Batman. Ich bin nervös, dass ich eine Frage kriege über Batman und dann gebe ich irgendeine Antwort über Heimtiere, weil ich es nicht verstehe. Nein, bei den Batman-Ohren selbst, dafür haben wir entsprechend vorgesorgt. Batman ist ja eigentlich ein Muskelprotz, ein Kraftprotz. Und es hat 50.000 Hassbriefe gegeben von all den Leuten, die Batman-Fans und Freaks sind, als sie für diese Rolle ausgesucht worden sind. Kriegt man da das Zittern und geht sofort in ein Bodybuilding-Studio? Oder was war die Philosophie, dass man sie genommen hat? No, no, no. Those were all my muscles. Nein, nein, das waren meine Muskeln. Deswegen hat man mich ausgesucht. I lost a lot of weight since then. Ich habe seither stark abgenommen. Yeah, there were a lot of
There was a lot of disapproval, I guess, about me. Ja, viele Leute mochten das nicht, dass ich das übernommen habe, denn in den Vereinigten Staaten kennen mich die Leute vor allem aus Komödien. Aus den Komödien, wo ich als Komiker gearbeitet habe, die sind dort am populärsten. Die hatten also Angst, dass die Interpretation der Rolle komisch werden würde, dass Batman nicht ernst genommen würde. Aber ich habe bewiesen, dass die Unrecht hatten. Wenn Sie jetzt in Amerika über die Straße gehen, kommen da Kinder, die sagen, hey Batman, flieg mal eine Runde mit uns? Seht ihr mal. No, they don't say, why don't you fly around? Nein, sie sagen nicht, ich soll mit ihnen fliegen, aber die sind aufgeregt und sie laufen mir nach auf der Straße, aber in Deutschland schon. Die Sache ist schon ganz populär in Deutschland. Ich habe den Film gesehen. Es ist ein faszinierender, technisch brillant gemachter Film, der auch sehr spannend ist. Man taucht da in eine völlig andere Welt. Auf der anderen Seite gebe ich zu, dass ich auch Probleme mit diesem Film gehabt habe. Es ist so, dass der bei uns in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben ist. Da sitzen also Kinder drin, in meiner Vorstellung auch. Und da werden mal 100 Leute vergast, dann werden mal 5 erschossen, dann werden mal 2, 3 verätzt. Und das passiert eigentlich so nebenbei. Ich bin aus dem Film rausgegangen und wusste nicht, waren das nur 30, 300 oder 3000 Tote. Ist das ein Film, in den Sie beispielsweise Ihren 12-jährigen Sohn reinschicken würden? Ich habe keinen 12-jährigen Sohn. Also das ist nicht mein Problem. Aber Ihr Sohn könnte mal 12 werden. Ja, klar. Ja, klar. Ich glaube, 12 ist schon okay. Das ist doch Sache der Eltern. Die haben darüber zu entscheiden, ob ihr Kind sowas anschauen darf. Ich habe einen 6 Jahre alten. Ich habe ihn mitgenommen und als die Teile kamen, die ein bisschen zu gewalttätig waren, nach meinem Geschmack. Da versteht er, dass er gewisse Dinge im Fernsehen nicht anschauen soll, sie gewalttätig sind. Da hat er verstanden, dass ich ihm die Augen zugehalten habe und dass er wegschauen musste. Aber den übrigen Film hat er gern gemocht. Wenn Leute meinen, sie sollten ihre Kinder nicht mitnehmen, dann sollten sie eben zu Hause lassen. Das verstehe ich gut. Es ist ja faszinierend. Batman ist eine Figur, die gibt es seit 50 Jahren. Und die ist bekannt. Es hat auch früher mal Filme gegeben. Wie ist eine solche Renaissance eines solchen Typs zu erklären, dass die Leute auf einmal verrückt nach dieser Figur sind? Ja, ich bin eigentlich gar nicht sicher, warum. In den Vereinigten Staaten war es so, dass man, bevor der Film angekündigt wurde, Batman immer bekannter wurde, dass die Leute mehr damit befassten. Der Film kam einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt und die Zeit war reif. Das war der perfekte Zeitpunkt. Die Leute hatten sich mehr und mehr mit Batman befasst, das Interesse stieg und dann wurde der Film angekündigt. Da wurden die Leute völlig verrückt. Und als dann der Gipfel erreicht wurde von diesem ganzen Interesse, da kam der Film dazu und das war der Gipfel. Auch die suchen die Leute heutzutage nach einem Helden, der nicht aus dem täglichen Leben stammt. Michael Keaton, danke fürs Hiersein. Batman demnächst auch in Deutschland. Danke Ihnen herzlich. Alles Gute. Wiedersehen. Danke. Und jetzt